Gold fällt, der Dollar steigt, auch die Aktienmärkte reagieren auf den Anstieg der Rendite. Es geht also um die Rendite, darum dreht sich jetzt alles. Vielleicht erinnern Sie den Film 1994 von Tom Gerhardt, Voll Normal. Da ist ein Typ, der sagt die ganze Zeit, von wegen der Rendite. So ein Vertriebler, der in Aktien machte und ansonsten Versicherungen verkauft und dann geht er die ganze Zeit nur um die Rendite. Und es geht auch in diesem Video, meine Damen und Herren, vorwiegend um die Rendite. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, um Inflation, um all diese Sachen, die hier wichtig sind. Wir haben jetzt hier mal zunächst die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 1,305%. Erstmals seit Januar, glaube ich, 2020, dass die 10-jährige Rendite dieses Niveau erreicht und überspringt. Wir sehen hier unten schwarze die Zinskurve, die aktuelle Zinskurve, die sich deutlich versteilt. Vor einem Jahr war das noch sehr, sehr viel flacher. Versteilung der Zinskurve heißt, dass die Renditen für länger laufende Staatsanleihen stärker steigen als die für kürzer laufende Staatsanleihen. Und das hat Folgen, vielerlei Folgen. Dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal den Anstieg in der Vergangenheit. Normalerweise ist es so, dass die Zinskurve invertiert kurz vor einer Rezession, das war diesmal auch so, und dann deutlich ansteigt. Wir sehen hier, da wäre noch sehr, sehr viel Platz für eine weitere Versteilung der Zinskurve. Und wir sehen, dass diese Zinskurve nicht nur in den USA sich versteilt, sondern weltweit, hier zum Beispiel deutsche Bunds, japanische Anleihen, neuseeländische Anleihen, also alles, was irgendwie entwickelte Volkswirtschaft ist. Erlebt derzeit eine Versteilung in der Zinskurve, wie gesagt, mit Folgen dazu gleich mehr. Wir sehen insgesamt ein regelrechtes Blutbad, könnte man sagen, an den Anleihemärkten, denn die Renditen, wenn die Renditen steigen, dann fallen die Kurse der Anleihen. Genau, da ist passiert. Wir sehen hier, dass die globalen Negativ-Yielding-Bonds, also die Anleihen, die Negativ-Rendite haben, jetzt deutlich weniger sind als zuvor, nämlich 3,2 Billionen an Anleihevolumen ist jetzt nicht mehr negativ rentierend im Vergleich noch zu wenigen Wochen. Wir sehen also jetzt eine Situation, wo es plötzlich wieder Renditen gibt oder zumindest eine Tendenz in Sachen Renditen. Der Fall ist, warum ist diese Tendenz der Fall? Weil man eben erwartet, dass die Wirtschaft sich erholt, wenn die Corona-Krise vorbei ist, Nachfrage anzieht, gleichzeitig die Unterstützung der Notenbanken noch da ist, gleichzeitig dann noch staatlicher Stimulus obendrauf kommt. All das inflationär, da braucht man dann, wenn man Anleihen kauft, einen Ausgleich, da will man eine Entschädigung haben. Und wir sehen, dass jetzt auch die Aktienmärkte deutlich reagieren. Hier zum Beispiel Bisbroke mit der Feststellung, dass die Aktien, die besonders stark normalerweise profitieren, wenn die Renditen für Staatsanleihen steigen, sind gestern durchschnittlich um 1% gestiegen. Während die Aktien, die normalerweise unter Druck kommen, wenn die Renditen für Staatsanleihen steigen, sind gestern durchschnittlich um 0,77% gefallen. Also die Aktienmärkte reagieren darauf. Wir haben gestern gesehen, dass man plötzlich wahrnimmt, was am Anleihemarkt hier der Fall ist. Und wenn wir uns mal anschauen, was gestern an der Wall Street der Fall war, dann sehen wir Energie 2,3% gestiegen. Also die Erwartung steigender Energiepreise, und wir haben die Financials 1,8% gestiegen. Die profitieren also, die Finanzwerte, die Bankenwerte vor allem, von der Versteilung der Zinskurve, Fristentransformation. Banken leihen sich ja kurzfristig Geld, um es langfristig zu verleihen. Und je größer der Unterschied hier ist, umso besser für eine Bank, umso besser der Marge, umso besser der Rendite. Das ist sozusagen das Muster. Jetzt gucken wir mal, warum das Ganze für die Aktienmärkte ein Thema ist, weil eben, there is an alternative, so langsam. Also, es gibt eine Alternative zu Tina. Tina heißt ja, there is no alternative. Aber wir sehen hier mal die Entwicklung der S&P-Dividendenrendite. Die geht konstant nach unten, während jetzt eben die Rendite der Anleihen konstant nach oben geht. Und so kriegt man hier, ist leider falsch eingezeichnet, hier ist gemeint eine 30-jährige US-Staatsanleihe. So kriegt man eben für eine 30-jährige Staatsanleihe schon weit über 2% inzwischen, während die Dividendenrendite im S&P 500 jetzt bei 1,4% ist. Jetzt mal angenommen, den total unwahrscheinlichen V, also
passiert natürlich nicht, ja, dass Aktien in der Zukunft nicht mehr steigen sollten, wenn man jetzt kauft. Dann hat man zwar praktisch eine Dividendenrendite durchschnittlich, wenn man zum Beispiel im S&P engagiert ist, von 1,4%, aber der Aktien tun nicht mehr steigen, sondern vielleicht sogar fallen. Da muss ich also gucken, wie ich das Ganze verhackstückeln kann. Dann habe ich also das Risiko, dass Aktien möglicherweise auch fallen. Das können wir uns jetzt kaum vorstellen, ne? Zugegeben. Aber es ist ja nicht unmöglich, also nicht komplett unmöglich, gell? Also sehr unwahrscheinlich, aber nicht komplett unmöglich. Dann werden eben durchaus Anleihen wieder zu einer Alternative. Und wir sehen, dass die Inflationserwartungen deutlich auseinanderdriften zwischen den USA und etwa der Eurozone und anderen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum der Dollar stärker wird, denn man geht davon aus, dass die Fed dann irgendwie doch schneller agieren muss, dass man also hier gegensteuern muss, dass die USA eben weiter sind, schon in der Wirtschaftsentwicklung, zum Beispiel aufgrund der weiter verbreiteten Impfungen, weil eben auch dann Stimulus noch stärker kommt, jetzt nochmal durch die Biden-Administration, so zumindest die Erwartung. Und all das ist natürlich dann dollarpositiv, weil man eben davon ausgeht, ja, da wird Nachfrage anziehen, Inflation anziehen, die Fed wird agieren müssen, etc., etc. Das erklärt also, warum der Dollar stärker wird. Und dann, wenn der Dollar stärker wird, dann ist normal nicht so gut für Gold. Das ist die Logik. Und jetzt gucken wir mal, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Inflation? Jetzt Aussagen von Kraft Heinz, dem Chef des Unternehmens. Der sagt, ja, passt auf, wir haben Inflation, wir sehen Inflation, we are concerned about inflation. Also wir sind besorgt über Inflation und man sieht hier vor allem bei Grains, also im Nahrungssektor und bei Sugar eine große Inflation. Also es sind die Agrarrohstoffe, die hier einen Unterschied machen könnten. Hier sehen wir nochmal, Agrarpreise gehen deutlich nach oben, auch weil die Energiekosten deutlich steigen, Kosten für Dünger steigen deutlich. All das ist ein Rattenschwanz, der da dranhängt, und möglicherweise wird auch Öl langsam ein Thema, denn es ist so, dass wir möglicherweise ja perspektivisch weniger Öl brauchen werden aufgrund dieser Green Technologies, Windkraft, Solar, ne? Teslas. Na, da brauchst du praktisch kein Öl mehr. Und, aber es kann eben sein, dass vorher der Ölpreis eben aufgrund einer Shortage, aufgrund eines Angebotsdefizits nochmal deutlich steigt, über 100 Dollar der Barrel, wie hier prognostiziert wird. Aktuell haben wir ja die Situation, dass etwa ein Drittel der Ölproduktion in den USA, und die Amerikaner sind ja die größten Ölproduzenten der Welt, nicht stattfindet aufgrund der Freeze, aufgrund der Kälte in die USA. Und wir haben gestern eben starke Indikationen für Inflation gesehen, New York Empire State Index, mit einem Anstieg der Preise, wie er fast seit 10 Jahren nicht mehr der Fall war. Und wir werden jetzt vor allem, und das ist psychologisch sehr wichtig, ab März wird ja sozusagen der Vorjahresvergleich immer krasser, denn ab März 2020 sind ja vor allem die Energiepreise deutlich gesunken, ist die Inflation deutlich gesunken. Wenn man jetzt guckt, dann im März, April diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahr, dann haben wir da wahrscheinlich Steigerungsraten von über 4%. Das ist also dann schon mal eine ganz andere Headline. Das dürfte dann auch psychologisch ein echter Faktor werden. Und wir sehen hier, ja, da guckt Tina ganz eifersüchtig, wie die Investoren so langsam sich auf die Renditen spezialisieren, von wegen der Rendite. So, jetzt haben wir aber natürlich die Notenbanken, die sagen, nix Inflation, vielleicht temporär, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich rieche nichts an Inflation. Hier gestern zum Beispiel auch wieder der eine oder andere aus der Fed, der sich so geäußert hat. Wenn wir uns mal aber die Bilanzsumme der Notenbanken anschauen, dann sehen wir, es wird immer krasser. Da ist also schon ein Stück weit eine Inflation in dem Fall, und das hat Auswirkungen auf die Assetpreise ja in der Vergangenheit schon gehabt. Hier zum Beispiel die deutschen Hauspreise, Immobilienpreise also. Und wenn Sie da eine Parallele zwischen dem Anstieg der Bilanzsumme und dem Anstieg der Immobilienpreise sehen, dann sind diese nicht beabsichtigt und nicht gewollt und rein zufällig, meine Damen und Herren. Das möchte ich mal klarstellen. Kommen wir noch zu ein paar Dinge, die jetzt wichtig sind. Jetzt ist die Frage, warum steigen die Renditen? Ist es, weil eben aus gutem Grund, weil eben jetzt sozusagen Nachfrage anzieht, Wirtschaft sich erholt, etc., etc., oder steigen die Renditen vielleicht aus weniger gutem Grund?
Weil man sich denkt, oh, da läuft vielleicht die ganze Schuldengeschichte in den USA aus dem Ruder. Möglicherweise gibt es dann zu wenig ausländische Käufer für US-Staatsanleihen. So oder so. Jetzt stellt sich die Frage, wenn Biden jetzt durchkommt mit seinem Stimulusprogramm und die ganze Geschichte die Wirtschaft nicht wirklich stimuliert und viele spricht dafür, dass das nur so ein kurzer Sugar Rush ist, sondern möglicherweise nur Inflation hervorruft wie in den 1970er Jahren, dann wäre das natürlich ein ziemlich dickes Ding. Dann wäre das ein echtes Problem und wir haben jetzt schon das Problem und das ist eben wichtig für den Immobilienmarkt in den USA, der ja sehr, sehr wichtig ist für die Wirtschaft in den USA, für das Vermögen der Amerikaner. Hier ist es so, dass natürlich jetzt mit dem Anstieg der Renditen auch die sogenannten Mortgage Rates steigen. Es wird also teurer, sich ein Haus zu kaufen und wir haben ja eine durchaus ausgewachsene Hausblase inzwischen in den USA mit extrem steigenden Preisen, mit Angebotsknappheit, einen regelrechten Boom ja erlebt in den letzten Jahren. Jetzt würde dieser Boom abgekühlt im Mindesten, wenn die Rates steigen und vor allem die Amerikaner legen sich ja normal nicht wie Europäer jahrelang fest auf einen gewissen Zinssatz, den sie vereinbaren mit der Bank, sondern das ist flexibel und das heißt, da wird es durchaus so sein, dass man hier reagiert und es kann eben auch sein, dass jetzt Investoren aufgrund des Anstiegs dieser Renditen Mortgage, also das Mortgage-Investoren, also Hypothekeninvestoren eben dann auch die Treasuries auch noch zusätzlich verkaufen, also Anleihen verkaufen. Das würde dann bedeuten, dass die Renditen noch weiter steigen. Abschließend noch ein paar Dinge. Warren Buffett gestern, man hat darauf gewartet, ja, was hat er denn für mysteriöse Aktien gekauft? Gestern gab es diese 13F-Filings. Also da mussten alle größeren Player sich schnackig machen und zeigen, was sie so in den Büchern haben, was sie gekauft haben, was sie verkauft haben. Berkshire Hathaway hat Chevron gekauft, Ölwert und Verizon, Telekommunikation, das gab viel Spekulation, ja was hat er denn gekauft und wir sehen, dass SpaceX, die andere Firma von Elon Musk, hat 850 Millionen aufgenommen in der letzten Woche, sodass das Unternehmen jetzt bewertet ist mit 74 Milliarden Dollar, das sind 60% mehr als noch im August letzten Jahres, als die Firma auch bereits praktisch neues Geld aufgenommen hatte von Investoren. Also wir sehen, der Elon, der wird immer reicher und er hat sich ja jetzt interessiert für den Putin und Putin hat jetzt praktisch Interesse signalisiert. Das Ganze geht teilweise über chinesische Medien. Sehr skurril. Erste Frage, warum Elon Musk sich eigentlich für Putin interessiert? Will er da Geschäfte machen in Russland? Elon Musk hat ja mit SpaceX vor allem zunächst mal russische Raketentechnologie verwendet, bis er es dann geschafft hat, sich davon zu entkoppeln. Da gab es Wodka-Abende mit Russen, die dann ziemlich schief gegangen sind, wie man lesen kann in Biografien von Elon Musk. Jedenfalls hat Elon Musk natürlich durchaus aufgrund von SpaceX alleine schon Kenntnisse über, naja, Geheimdienstkenntnisse in Sachen Militär, hat Insiderwissen in Sachen Raumfahrttechnologie der USA etc. Also das ist nicht ohne Pikanz gewissermaßen und auch nicht ohne Pikanz ist, dass wir heute den Relaunch der Seite finanzmarktwelt.de haben, 21 Uhr. Das kann also sein, dass da ein paar Stünde die Seite nicht geht. Das heißt nicht, dass wir jetzt weg vom Fenster sind, sondern dass wir halt nur kurzfristig weg vom Fenster sind, meine Damen und Herren. Und das ist ja mal ein richtiger Unterschied. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Nicht jedem daran geht. Von wem daran geht. Das ist jetzt das Entscheidende, wo die Märkte reagieren. Und da sollten Sie ein Augenmerk drauflegen. Das ist der Grund, warum Gold unter Druck ist, warum der Dollar steigt und warum die Aktien unterschiedlich reagieren eben auf diese Anstiege der Renditen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Mittwoch und sage Ihnen Servus und Ciao.